Hallo, habt ihr uns erkannt? Wir sind der Alfred und die Betty vom Duckmobil. Warum Duckmobil? Weil wir immer unsere Freunde mit dabei haben. Heute fahren wir am Wochenende Richtung Eifel. Wir wollen mal gucken, ob wir am Ruhrsee was finden. Starten mal Richtung Ruhrberg und gucken, ob noch ein Platz für uns frei ist. Wir werden euch berichten, ob wir weiterfahren müssen oder stehen bleiben dürfen. Bis dann. Ciao. Ciao. Und schon sind wir im Nationalpark Eifel. Ich kann euch hier vor allem die Etappenziele und die ganzen Themenwege empfehlen. Viele davon bin ich auch schon gewandert. Also wer gerne wandert, ist hier bestens aufgehoben. So, wir stehen jetzt hier auf dem Stellplatz Vogelsang und genießen noch eben den Sonnenuntergang. Oh, wo sind sie denn? Kann nicht sein, dass die vor 8 Uhr schon auf sind. Schauen wir doch mal, ob wir jemanden finden. Guck mal im Spiegel, du siehst doch einen. Kaffee ist auch schon gekocht. Ah, da ist der Alfred. Moin. Moin, in gewohnter Position für vor 10 Uhr. Ja, ich muss ja wieder was bestellen. Ich gehe besser raus, das will ich gar nicht sehen. Schauen wir doch mal, wie es draußen aussieht heute. Hier eine wunderbare Aussicht über die Dreiborner Hochfläche, Eifellandschaft pur. Das hier. Hi. Leute, schon eine Suche. Klar. Die erste Nacht ist vorbei, die war sehr ruhig. Die Glühwürmchen habe ich dann doch nicht mehr gesehen, was aber viel mehr daran lag, dass es ein bisschen spät und nicht ein bisschen lustig war. Der Stellplatz liegt auf dem Gelände der Burg Vogelsang und jetzt wollen wir mal gucken, was es sich alles hier so zu finden gibt. Wenn wir uns noch mal umdrehen, haben wir hier noch mal den Blick von der Einfahrt vom Stellplatz auf das Stellplatzgelände. Und gestern habe ich ja gesagt, ich muss da an der Schranke eine Karte ziehen, also das ist total easy, Panik umsonst. Ziehst vorne ein Parkticket für den Tagesparktag, bekommst hier aber auf dem Stellplatz, wenn du dich angemeldet hast, ein Ausfahrticket. Und somit brauchst du diese 6 Euro nicht bezahlen. Und was haben wir da? Hier haben wir die Müllentsorgung vom Stellplatz, wo du einmal dein Altglas hinstellen kannst und den Müll auch getrennt entsorgen kannst. Und hier vorne haben wir noch Ver- und Entsorgung. Ist gut anzufahren, einfach wenn ihr den Berg von der Einfahrt hochkommt, rüberfahren, Hähnchen auf und Abwasser ablassen. Und kostenlos. Ist im Stellplatzpreis von 10 Euro enthalten. Zusätzlich bezahlt man 1 Euro Kurtaxe pro Person. Also wir haben jetzt 12 Euro die Nacht bezahlt, da man die Kurtaxe damit drin hat. Chemietoiletten Entleerung halt da vorne in dem Trichter rein. Ein Schlauch zum Umspülen hängt direkt daneben. Und hier vorne am Wasserhahn kannst du dir dann auch dein Frischwasser ziehen. Alles da. Ich glaube, Strom haben wir, glaube ich, keinen. Ne? Es gibt keinen Strom, keine Dusche, keine WC. Aber der Platz liegt wirklich ultra gut und sehr ruhig. Und jetzt schauen wir mal, was das Gelände noch alles so mit sich bringt. Direkt neben dem Stellplatz, haben wir gerade entdeckt, gibt es
den Friedenspfad und den Walderlebnisplatz. Also mit Sicherheit werde ich da noch mal gucken gehen, bevor wir nach Hause fahren. Rund um den Stellplatz ist ein wunderbares Wanderwegenetz. Und der ein oder andere hat vielleicht schon mal diese Katzen gesehen. Das sind Wege, Themenwege vom Wildnistrail. Wir haben hier einmal den Wildnistrail. Also der ist echt toll, teilweise mega kleine Trampelpfade. Und da gibt es auch verschiedene Themenwege. Da könnt ihr euch mal informieren. Ist auch ein Teil des Eifelstiegs hier oben. Also wandern könnt ihr hier, bis ihr die Sohlen durch habt. Kennt ihr das, wenn die Frau immer neugierig ist? Das ist gar nicht für mich hier oben, das ist ein Fußballplatz. Aha. Ein Fußballfeld. Geh ich wieder, interessiert mich nicht. Ich glaube, das hier war der Eingangsbereich, das sogenannte Malakow. Eingangs- und Wachbereich. Und genau, zwar entstand dieser Bereich 1937 und wurde bis 1939 fertiggestellt. Das waren dann die beiden Flügelanlagen. Ja, jetzt muss Alfred natürlich beweisen, dass ich lesen kann. Ich wollte gerade angeben und sagen, ich bin laufendes Wikipedia. Nee. Ich kann einfach nur lesen. Die ehemalige belgische Kaserne, die war noch recht lange in Betrieb. Ich weiß nicht genau, es waren irgendwo 80er oder so. Das steht aber irgendwo geschrieben. Also 1950 wurden die Bauaktivitäten eingestellt. Und dann war das das belgische Camp Vogelsang. Und 2006 erst an die Bundesrepublik übergeben worden. Guck mal, da unten ist der Ruhrsee. Auch so ein bisschen wenig Wasser drin. Ganz schön abgesackt. Bei der Trockenheit bleibt das auch nicht aus. Ich sag, das ist verdunstet. Ja, zu wenig drin. Wie in meinem Portemonnaie. Guck mal, da hinten ist der Aussichtsturm. Jetzt alleine hoch hier. Schauen wir mal, was auf der Seite ist. Wasser. Nee. Doch. Hi. Da. Ein Lüftchen, Kühle. Im tiefen Keller ist es kühl, denn draußen ist es schwül. Die sind uneben. Boah, das ist warm hier. Ja. Puh. So, gucken wir mal, was es hier noch so weitergeht. Alfred kann leider die Treppen nicht steigen. Von daher habe ich jetzt die Kamera übernommen und versuche mal, das restliche Gelände hier zu erkunden. Wir sind jetzt hier in dem Sportbereich, wo die Sportplätze sind. Hier soll es ja irgendwo auch noch die Schwimmhalle geben.
die auch zu Badezwecken echt geöffnet ist. Gucken, ob wir sie noch finden. Ja, das sind die Tribünen für das Fußballfeld. Beziehungsweise die Laufarena. Mal, wie wir da runterkommen, weil unten gibt es noch eine Brücke, die über den Ruhrsee führt. Die, ich glaube, Willy-Nels-Brücke. So. Oh. Gucken wir mal. Noch ein übrig gebliebenes Monument. Etwas kopflos. Ein Relikt wie geschichtsträchtig. Die Gegend ist aber, die sind vielleicht auch bewusst kopflos, weil die mittlere Figur hier ihren Kopf in den Händen hält. Und jetzt bin ich auf dem Sportplatz, da bin ich so falsch aufgehoben wie sonst was. Das ist ein Ball, kein Kopf. Also zu meiner Aussage, dass die Herren hier kopflos waren und der eine noch seinen Kopf in den Händen trägt, muss ich leider revidieren. Das in den Händen von dem mittleren, der mittleren Skulptur, das ist ein Ball. Und Köpfe waren wohl sehr wohl auf den Schultern der Herren. Schon ein großes Konstrukt. Ich stehe jetzt in der Mitte von diesem Fußballfeld. Und ja, Tribünen. Ups. Gucken wir mal, was kommt denn hier? Ein Tennisplatz, der auch aktiv wohl noch genutzt wird. Schwimmbad gefunden. Zwischen 14 und 18 Uhr, glaube ich. Müsst ihr aber noch mal auf den Flyer gucken. Ist es nachmittags auch für die Öffentlichkeit geöffnet? Gucken wir mal, was wir hinten an dem nächsten Fenster finden. Ob wir da ein bisschen mehr sehen. Ja, im Moment sieht man nur mich, einen Rettungsring. Spiegelt sich, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Nichtschwimmer 1,35 und dann geht es auch direkt über in den Schwimmer. Hier der Weg, also zum Eingang, zum Schwimmbad. Neugierde ist ja mein zweiter Vorname. Und hier ist der Eingang zum Schwimmbad. Macht nachher auf bis 18 Uhr samstags und sonntags haben wir auch etwas längere Öffnungszeiten. Also hier nochmal in der Halle drunter befindet sich das Schwimmbad. Hier hinten haben wir die Tribünen zum Fußballfeldchen, oben den Aussichtsturm. Und jetzt gucken wir noch, was sich in der Halle versteckt. Ein super Übersichtsplan von hier, wo alles genau beschrieben ist. Aber macht ja keinen Spaß. Na, hier sind Waren, die Duschen und eine normale Sporthalle. Da sehen wir doch, was hier für Aktivitäten. Jetzt geht es mit 16% Gefälle runter zur Viktor-Nels-Brücke an den Urftsee. Der Urftsee darf zu Bade- und Wassersportzwecken nicht genutzt werden. Es ist ein reines Trinkwasserreservat. Reservat. Und bin mal gespannt. Unten am Ufer bin ich noch nie gewesen. Aber was ich hier durch die Bäume sehen kann, es ist echt wenig Wasser drin. Es geht schon ganz schön steil hier hinten runter. Wenn ich bedenke, dass ich das gleich wieder hoch muss, werde ich mir jegliche Aufnahmen verkneifen und euch das Geschnaufe ersparen. Rückweg mit den 16% Steigung habe ich bewältigt und jetzt kommt die nächste Herausforderung.
Ja, wie soll ich sagen? Ich sah schon mal entspannter aus. Puh. Aber da Alfred irgendwo da oben auf mich wartet, ist der Ansporn groß, wieder zu meinem Schatz zu kommen und noch die letzten Stufen zu bewältigen. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt oben auf dem Quergang ankomme, dass dann die nächsten Stufen kommen, mache ich an der Stelle besser mal einen Cut. Hatte ich gesagt, da kommen noch ein paar Stufen? Stimmt. Ich glaube, wir sind hier in den Mannschaftshäusern. So, mal kurz aufs Schild geflunkert. Das sind die Hundertschaftshäuser. So, gleich bin ich wieder am Stellplatz. Man kann ja echt total lange laufen, aber bei den Temperaturen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen aus dem Training. Und gestern Abend sind wir so herzlich von einigen Campern, die hier regelmäßig auf den Stellplatz kommen und vom Betreiber-Ehepaar aufgenommen worden, dass es eine lange, lustige Nacht war. Und irgendwie steckt die mir auch noch so ein bisschen in den Knochen. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten Abend heute. Mit den ganzen Glühwürmchen und den tollen Gesprächen und vielen Anekdoten rund ums Wohnmobilfahren, Campen, Reisen und was es alles noch so Lustiges im Leben gibt. Da wieder. Oh, so ein Kaffee in Aussicht lässt mich direkt wieder schneller laufen. So kommt ihr auf den Stellplatz. Hier vorne ist das Zelt für die Anmeldung. Hier kann man auch Getränke erwerben, schöne kühle Erfrischungen und wie ihr seht, gibt es auch noch Underground Burger, der entsprechend zu den Zeiten geöffnet hat. Wenn ihr an dem seitlichen Zipfel des Stellplatzes vorbeigeht, seid ihr direkt mitten in wunderschönen Wanderwegen. Wie zum Beispiel könnt ihr von hier rübergehen nach Wollseifen. Oder ihr geht auf der anderen Seite in den Friedensweg. Hier gibt es einiges zu entdecken, das an einen Abenteuerspielplatz erinnert. Und für mich gab es hier noch eine Begegnung der ganz besonderen Art. Ihr müsst wissen, dann habe ich noch eine Schlangenphobie. Egal wie groß es kreucht über dem Boden schlängelt, macht mir Angst. Neben dem Anmeldezelt gegenüber gibt es noch ein Gaslager. Auch den Gasservice werdet ihr hier auf dem Platz finden. Dann kommt mal mit, was wir in dem Zelt noch alles zu entdecken haben. Hier gibt es, wie gesagt, Getränke vom frischen Landbier, alkoholfrei wie auch mit Alkohol, und verschiedenen anderen Softgetränken einiges zu erwerben. Und ihr könnt hier kostenfreies Informationsmaterial Gegend und auch befreundeten Stellplätzen mitnehmen. Und wie wir mittlerweile in Erfahrung bringen konnten, ist ein nahes Projekt, dass die Stromversorgung, also sprich auch Stromstellplätze, angelegt werden sollen. Wehe, du sagst nochmal, ich habe die Lampe an. Guten Morgen, auch heute wieder bester Sonnenschein, ein bisschen lang geschlafen, mit dem Sonnenunteraufgang sind wir, glaube ich, gefühlte 5 Stunden zu spät. Aber das schaffen wir auch noch, den noch mal zu sehen. Die Bordküche ist schon fertig, Alfred hat sich mal wieder ans Zeug gelegt und sich sein Frühstück verdient.
Ja, da sieht man es auch schon stehen, statt Regisse. Auf dem Fahrrad ist es aber angenehmer als gestern beim Laufen, da kannst du mir laut sagen. Ja, so klar. Guck mal, der ist auch schön. Ah, der Aral. Der Bus, ne? Die sind ja toll. Wie aus dem Ei gepellt. Mhm. Fahren wir mal dran vorbei. Den habe ich gestern gesehen. Da war ich hinten im Wald, da konnte ich das nicht so richtig registrieren. Der ist schön. Der gefällt mir gut, der grüne hier. Oh, guck mal, mit dem ganzen Holz. Oh, da stehen ja noch mehr, da um die Ecke. Ach, da geht noch weiter. Mal. Oder? Nee, ist der letzte, ne? Ja. Mal hier. Echt klasse. Küchenwagen. Mhm. Oben die Sattanlage, die fällt kaum auf dazwischen, ne? Ja. Vor allem mit dem Plan, dann da die Container drunter. Das vermutest du ja im ersten Moment überhaupt nicht, ne? Ja, das sind Aufbauten von Wohnwagen. Mhm. Ja, da, bei dem ja. 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 Ja, bei den anderen wahrscheinlich auch. Ist ja am sinnvollsten. Ist ja schon eingerichtet. Prima. Echt toll. Ja, das ist schon. Ja, wenn man sich dafür interessiert und die Möglichkeiten hat, sowas zu restaurieren. Ja. Jetzt Richtung Wollseiten. Ja, ja. Müssen wir dann wieder hinten auf die Straße zurück und dann links. Mein Transportprobleme haben die nicht. Bitte? Transportprobleme haben die nicht. Nee, die müssen auch nicht auflasten. Nee. Ach, ich wollte doch noch. Nee, wir fahren noch zu der alten Tankstelle. Fahren wir noch eben zu der Tankstelle. Die finde ich so süß, die wollte ich dir noch zeigen. Süß. Die süß. Ach, guck mal, da sind wir gestern gelaufen, da hätten wir auch mit dem Fahrrad fahren können. Ich erschlacht dich jetzt. Hast du was gesagt? Yippie. Da kann man kein Fahrrad fahren. Nein. Da muss man zu Fuß gehen. Das muss man einmal zu Fuß gegangen sein. Das ist so von mir erfunden worden. Da ist das Opel-Museum drin. Das wusste ich auch nicht. Ach, hier ist die Tankstelle. Da konnte man früher von der anderen Seite noch dran. So eine richtig schöne alte Tankstelle. Komm, fahren wir einmal den Bogen. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Nee, da. Ich kenne meine Frau da. Ja. Ich wollte ja gerade großspurig sagen, hier fährt es sich aber gut, es ist ganz leicht zu treten. Ich fahre auf Sport. Ich bin noch nie auf Sport gefahren. So, was machst du denn? Ja, jetzt fahre ich auf Sport. Jetzt ist es angenehm. Das ist ja wie Echo Berg runter. Guck mal, hinten ist Vogelsang. Das ist der Stellplatz. Da blitzt unser Wohnmobil raus, da hinten. Oh. Wink mal. Du kannst jetzt hier runtergehen in 2,9 Kilometern bis zu Fuß. Das kann doch sein lassen. Das erste Überbleibsel von Wollseifen, beziehungsweise vorne das Kapellchen. Die Häuser wurden hier ja als Übungsgelände genutzt. Und da habe ich auch gut ausgewählt. Da vorne. Da. Ist der Wohnmobilstellplatz und da steht auch unser Dackmobil. Und hier haben wir, ups, nicht so hoch, die feste Vogelsang, wo wir gestern euch ja gezeigt haben, was es dort alles zu finden gibt. So. Jetzt sind wir an der alten Schule Wollseifen.
gucken wir mal. Da geht's in den Keller. Hier ist die Kirche. Hast du hier ein schattiges Plätzchen gesucht? Ja, nur im Schatten kannst du da aushalten. Und die alten Übungshäuser. Und hier war einmal das Dorf Wollseifen, wenn ich mich richtig erinnere. Teilweise sind noch kleine Überbleibsel und Fundamente zu erkennen. Was erhalten ist, ist noch die alte Kirche. Aber vor der Kirche haben wir hier noch dieses Schaubild, wie das Dorf einmal aussah. Stand 1944. Gucken wir mal, was uns drinnen erwartet. Da hat sich einer verirrt. War die Kirche und dann habt ihr hier immer wieder noch diese kleinen Häuschen stehen. Mal weiter oder möchtest du noch Pause machen? Ist jetzt ich habe schon wieder Hunger. Verfressen. Hä, Frühstück ist 3 Stunden her. Verfressen. Wusstest du das? Die ganzen Bienen in dem Baum. Schüttel mal an den Baum, aber warte, bis ich weg bin. Hä? Ach, Alfred, hier sind wir, glaube ich, schon mal vorbeigelaufen. Warst du dabei? Oder war ich da mit Tobias? Hier lag das ganze Holz. Wenn ich hier vorbeigelaufen wäre, lächle ich kein Holz mehr. Da machen die Hochsitze mit, aber da kannst du auch ein Gartenhaus mitbauen. Dann war ich hier mit Tobias. Ja, da ist schon einiges an schönem Material. Ja. Bei. Kannst du auch direkt aus dem Baumstamm noch das. Oh, da kannst du ein richtiges Blockhaus mitmachen. Ja, da sind ein bisschen wenig für. Wollseifen. Herhahn, 2,5 Kilometer. Oh, hier grillt einer. Nee. Lecker. Der grillt nicht, der eiert mich. Ja. Oh, jetzt schneller, damit ich diesen widerlich leckeren Geruch aus der Nase kriege. Die Straße hat uns wieder. Ob es die richtige ist, weiß ich aber nicht. Das sieht aber schon mal ganz gut aus. Hurra, hurra, wir sind jetzt wieder da. Ta-da-da. Ta-da-da. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Ein wunderbares Wochenende ist vorbei. Wir haben nicht weit bis nach Hause, 1 Stunde, und haben den Tag noch voll genossen. Es war echt wunderschön und wir werden bestimmt demnächst wiederkommen.
Wir sind jetzt wieder in der Baustelle Richtung Einruhr. Und wenn ihr hier fahrt, muss ich euch einen kleinen Tipp geben. Diese Ampel, die die Fahrbahn, weil sie ja nur einspurig ist, regelt, hat eine Verkehrszeichenerkennung. Einheimisches Kennzeichen durchlassen. Anderwärtige Kreise bleibe auf Rot. So lange, bis sich ein Rückstau von mindestens 2 Kilometern gebildet hat. Egal, ob wir jetzt hier vorne im Berg raufschauen oder von oben kamen. Ist die Dämme da jetzt da? Willst du schon fahren oder was? Hallo? Wir haben jeweils gestanden.